Hi, ich bin Chrissy und das ist mein Kater Tom, der ist heute auch dabei. Und ich habe euch heute ein kleines Orakel wieder mitgebracht. Und zwar wollte ich mir anschauen, welches Thema der März für uns bereithält, und zwar auf Seelenebene. Genau, und ich habe die Karten auch schon gezogen und lege auch einfach direkt los. Und zwar das Thema für den März ist die Hohepriesterin. Die sieht so aus. Bei der Hohepriesterin geht es darum, dich mit deiner inneren Weisheit zu verbinden, mit deiner inneren Stimme. Also jeder hat ja diese Stimme in sich, die einen führt und leitet. Und wir sind auch alle verbunden mit etwas Höherem, mit einer geistigen Führung sozusagen oder mit deiner Seele, wie auch immer du das nennen möchtest. Und im März geht es nochmal ganz stark darum, damit in Kontakt zu treten, mit deiner inneren Führung in Kontakt zu kommen, damit du auf deinem Weg landest. Also du bist ja hier aus einem bestimmten Grund. Und es geht darum, diesen Grund herauszufinden und dass du deine Bestimmung lebst, dass du danach lebst, weswegen du hierher gekommen bist. Und hier auf der Karte, die Hexe, die da drauf ist, die hat ja ihre Kugel und da sind ja auch Karten und die Katze spielt mit Runen und es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man mit seiner inneren Führung in Kontakt kommen kann. Deine Seele sendet dir, ich würde sagen, eigentlich durchweg Signale und das kann halt auf verschiedenste Weise passieren. Und du musst irgendwie einen Zugang dazu finden, damit du deiner Seele folgen kannst. Weil nur dann, wenn du auf den Weg kommst, der für dich quasi bestimmt ist, dann wirst du auch wirklich glücklich werden. Ansonsten wirst du immer irgendwie das Gefühl haben, dass etwas fehlt. Und irgendeine Unzufriedenheit wird da sein, ein Suchen nach irgendetwas. Wahrscheinlich weißt du, dass irgendwas fehlt, dass du irgendwas anders haben möchtest, aber du weißt nicht was. Und also gerade wenn du sowieso auf der Suche bist, dann wirst du es auch irgendwann finden. Und wie gesagt, deine Seele sendet dir Impulse. Das können halt innere Impulse sein, also in Form von Gefühlen oft, ne? Wenn du in irgendeiner Situation bist oder vor einer Entscheidung stehst, du hast eigentlich immer ein Bauchgefühl dazu, ne? Wenn sich alles gut anfühlt, dann ist es meistens richtig. Wenn es der falsche Weg ist, ne? Dann spürst du das auch innerlich, aber oft überhören wir das oder gehen darüber hinweg, ignorieren das oder weil wir vom Kopf her denken, ich will das jetzt aber unbedingt diesen Weg gehen, aber eigentlich sagt dein Bauchgefühl, der Weg ist es nicht. Und ja, im März geht es dann wirklich nochmal darum, auf sowas zu achten. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an? Ne? Soll ich hier lang gehen, soll ich da lang gehen? Und du wirst das innerlich spüren. Und also die inneren Zeichen ist eine Sache, aber es kann auch über das Außen zu dir kommen. Also es können auch Menschen etwas zu dir sagen oder du liest was in einem Buch oder du siehst was in einem Video oder was auch immer. Und wenn du damit in Resonanz gehst, das wirst du auch spüren. Also irgendwas in dir wird aufhorchen oder interessiert sein und dann spürst du auch, dass das irgendeine Botschaft für dich ist. Und alles, wo du dich irgendwie hingezogen fühlst oder so, da näher hinschauen, weil das könnte eben ein Hinweis sein auf deinen Weg. Ich habe auch noch zwei zusätzliche Karten gezogen aus einem anderen Deck. Einmal Glück und Lebenssinn. Also als erstes das Glück. Und es ist halt wirklich essentiell wichtig, dass du glücklich bist oder dass du dem Glück folgst, ne? Hier steht auch, wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und das ist es eben genau. Also alles, was sich gut anfühlt und richtig, weist dir die Richtung. Dann weißt du, du bist richtig. Wenn du dich irgendwie, als wenn du negative Gefühle hast, wenn du dich erschöpft fühlst ständig, wenn du unzufrieden bist, wenn du unglücklich bist, dann läuft irgendwas falsch. Dann bist du sehr wahrscheinlich nicht auf dem Weg, den deine Seele für dich ausgesucht hat. Oder du steckst irgendwo fest und deine Seele hat in der Situation, wo du bist, schon
längst alles gelernt oder erfahren und es ist einfach kein weiteres Wachstum mehr möglich. Dann will sie weitergehen. Und auch das, denke ich, äußert sich in Unzufriedenheit. Also vielleicht ist es nicht immer richtig, sobald man unzufrieden ist, irgendwie die Situation zu wechseln, aber ich glaube, oft ist es schon das Richtige. Und der Lebenssinn passt ja auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also es geht genau darum zu finden, warum bist du hier, ne? Ich weiß, wozu ich hier bin und was ich zu tun habe. Das herauszufinden, darum geht es nochmal im März. Und dafür wirklich auf dein Inneres hören, auf die Zeichen gucken, die sich dir in den Weg stellen und immer, immer auf dein Gefühl. Also im März wirklich achte immer darauf, was fühlt sich gut an. Guck dir alle deine Bereiche an, Beruf, Beziehungen, Hobbys, woran hast du Freude, woran hast du keine Freude. Und wenn du dann einen Bereich gefunden hast, wo du unzufrieden bist, dann schau, ob du da was ändern kannst oder ob du schon eine Idee hast, in welche Richtung es gehen könnte oder was du dir eigentlich wünschst. Was stellst du dir eigentlich vor? Also du wirst bestimmt irgendeine Sehnsucht in dir spüren, irgendeine Vorstellung haben, was du machen möchtest oder wie du dir dein Leben vorstellst, wie du dir deine Beziehung vorstellst. Ja, und wenn du aber überhaupt noch keine Idee hast, wenn du einfach nur spürst, okay, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht warum oder wo ich eigentlich hin möchte, dann hab Vertrauen, dass du deinen Weg schon finden wirst. Also wenn du auf der Suche bist und diese starke Sehnsucht spürst, dann wirst du irgendwann deinen Weg finden. Also wenn es jetzt im März nicht gleich klappt, dass du weißt, was ist meine Lebensaufgabe, wo soll ich hin oder so, dann mach dir keine Sorgen, mach dir keinen Stress, es wird schon alles werden. Also du wirst schon deinen Weg finden. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und ich wünsche dir einen ganz tollen März mit vielen Erkenntnissen und Erfahrungen und dass du deinen Weg findest und immer auf dein Bauchgefühl hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.